Ja, also Selbsterkenntnis sagt ja einfach erstmal nur aus, also das Wort, ne, bedeutet ja einfach erstmal nur Erkenntnis bezüglich des Selbst zu erlangen, ne? Also ich habe irgendwas bezüglich des Selbst, über das Selbst, das habe ich erkannt, das habe ich durchschaut, das habe ich verstanden, ne? Also genauso könnte man jetzt ja auch quasi über, ja, Fremderkenntnis zum Beispiel sprechen. Ich habe irgendetwas über den Fremden, erkannt, ne? Also Erkenntnis ist ja immer, ich habe irgendetwas bezüglich einer bestimmten Sache erkannt, verstanden, durchschaut. Und wenn wir da eben von Selbsterkenntnis sprechen, naja, dann haben wir eben Erkenntnisse bezüglich des Selbst erlangt. So viel erstmal die ja, ganz banale Bedeutung einfach des Wortes. So, ne? Und wenn wir jetzt tiefer reingehen und das uns genauer anschauen, dann ist natürlich der Punkt, ja, was ist das Selbst? Wer oder was ist das Selbst, ne? Das wir da untersuchen? Denn es ist natürlich die Selbstuntersuchung, die zu Selbsterkenntnis führt. Ist ja klar, ne? Wenn ich über irgendeine Sache was lernen will, also Erkenntnisse bezüglich einer bestimmten Sache sammeln oder gewinnen will, dann muss ich diese Sache untersuchen, ne? Ich erlange Erkenntnisse durch Untersuchungen. Das heißt, wenn ich Selbsterkenntnis erlangen will, dann muss ich meine Aufmerksamkeit, naja, meinem Selbst zuwenden, damit ich dann eben auch Selbsterkenntnis erlangen kann. Ne? Das heißt, was wir hier machen, wenn wir Selbsterkenntnis erlangen wollen, dann wenden wir unsere Aufmerksamkeit uns selbst zu. Ne? Mit anderen Worten, wir untersuchen uns selbst, beziehungsweise wir wenden unsere Aufmerksamkeit dem Subjekt zu. Wir fragen uns, wer oder was bin ich? Welche Eigenschaften habe ich? Das sind immer die Objekte von Erfahrung, also die, ne, die Sinneseindrücke, aber auch natürlich die Gedanken und Gefühle, ne? Also das sind immer die Gegenstände oder eben die Objekte unserer Erfahrung, das, was wir wahrnehmen, aber da ist ja immer auch der, der wahrnimmt, ne, der Erfahrer, der Erleber, das Subjekt, ne? Und dann ist es natürlich auch so, dass wir ja auch aus uns heraus gewisse, ja, technisch gesprochen auch Objekte erzeugen. Also wir könnten ja, man könnte ja sagen, wir sind selber auch Erzeuger von Gedanken und Gefühlen und dann in Konsequenz durch das Ausagieren dieser Gedanken und Gefühle eben natürlich auch quasi Produzent von gewissen Erlebnissen, von gewissen Geschehnissen und so weiter. Also das Subjekt ist ja nicht nur sozusagen passiver, ja, passiver Wahrnehmer, passiver Beobachter, sondern er ist ja auch, ja, Akteur, ne, im Geschehen. Und da sehen wir schon von Anfang an, dass das so ein bisschen quasi, ja, mehrdimensional ist quasi, ne? Wir könnten auch pragmatisch zwischen zwei verschiedenen Formen von Selbsterkenntnis differenzieren. Wir könnten sagen, wir haben einmal Selbstuntersuchung, die dann eben zu Selbsterkenntnis führt, bezüglich des essentiellen Selbst, man könnte auch sagen, des universellen Selbst, und dann auf der anderen Seite eben Selbstuntersuchung, die zur Selbsterkenntnis führt, bezüglich des individuellen Selbst. Das sind so quasi die zwei Dimensionen, die wir hier haben. Untersuchung von Erkenntnis bezüglich des universellen oder essentiellen Selbst, des individuellen Selbst. Die sind natürlich untrennbar miteinander verbunden, diese beiden Dimensionen von Selbsterkenntnis, weil das individuelle Selbst nun mal eine Modulation oder temporäre Erscheinungsform oder Aktivität des universellen Selbst ist. Nochmal mit anderen Worten, das essentielle Selbst, das universelle Selbst, das ist der Träumer, der immer war, immer ist und immer bleibt. Das individuelle Selbst ist der erträumte Charakter und der ist halt endlich. So wie halt, ne, so wie wenn du jetzt nachts auch was träumst, dein Traumavatar, den du dann eben in deiner eigenen Traumwelt hast, der ist ja auch, der lebt ja quasi auch nur für die Dauer von diesem Traum. Können wir jetzt in viele verschiedene Worte fassen, viele verschiedene Formulierungen wählen. Aber ich glaube, es ist von Anfang an wichtig, das
irgendwie zu greifen zu kriegen, dass Selbsterkenntnis diese zwei Dimensionen sozusagen hat. Untersuchung von Erkenntnis bezüglich des essentiellen oder universellen Selbst, man könnte auch sagen Gott oder Brahman oder Universum oder einfach Bewusstsein, pures, unmoduliertes, reines Bewusstsein, die Ursubstanz. Und auf der anderen Seite dann eben das, was dann eben sich zu dem individuellen Körpergeist, zu dem individuellen Charakter, zu dem individuellen Avatar eben moduliert. Also wir untersuchen hier einmal die Substanz, aber dann auch den Akteur, den Charakter, den Avatar, der sich eben aus dieser Substanz eben moduliert und gewisse Eigenschaften hat, ne? Der zum Beispiel ja, gewisse körperliche Eigenschaften hat, eine Haarfarbe, eine Augenfarbe und so weiter. Körperliche Eigenschaften hat, aber natürlich auch psychische Eigenschaften hat. Ne? Und Selbsterkenntnis, wenn man das allumfassend halt betrachtet, naja, ist halt das alles zusammen. Ne? Also ist sowohl die universelle, essentielle Dimension davon, aber auch natürlich dann das Individuelle, das Psychologische, das Untersuchen und das Verstehen des individuellen Charakters. Wenn ich also, wir könnten auch einfach sagen, wir könnten auch ganz stumpf sagen, es gibt einmal psychologische Selbsterkenntnis, ja, und dann eben ja, universelle oder essentielle. Ne? Aber da das Individuum, das eine eigene Psyche hat, also individuelle Psychologie, ist Modulation von dem Universellen. Dementsprechend ist das untrennbar miteinander verknüpft. Nochmal mit anderen Worten. Ich hoffe, also ich hoffe, das hilft, dass ich immer so viele verschiedene Formulierungen versuche zu verwenden, weil meine Erfahrung ist eigentlich, dass es kann manchmal, es können viele Formulierungen da rein und da rausgehen und dann kommt irgendwann die richtige, eine bestimmte Metaphorik oder eine bestimmte Formulierung, da klickt's dann. Deswegen hoffe, dass das hilft. Deswegen jetzt nochmal eine andere Formulierung. Wir untersuchen den Ozean und seine Wellen. Kann man nicht voneinander trennen, ist aber sind so unterschiedliche Aspekte quasi, ne? Das Universelle, die Substanz der Ozean, das Ganze, das Individuelle, die Psychologie, der Charakter, der Avatar, der Träumer, der Avatar, ne? Okay, und in beiden Fällen ist es natürlich, ich untersuche mich selbst. Weil ich bin ja beides. Also ich, individueller Körpergeist, ich, individueller Mensch, ich, Individuum, bin ja eine Lokalisierung oder eben Modulation oder Aktivität von Bewusstsein oder vom Universum oder von Mutter Natur oder was immer wir eben zum großen Ganzen, zum Universellen eben sagen wollen. Und also es ist erstmal schon mal ein ganz entscheidender Schritt natürlich, dass die Welle erkennt, ach so ja, ich bin eine Aktivität des Ozeans. Ich bin Teil des Ozeans, also der Ozean besteht aus mir und meinen anderen Wellenkumpels hier, meinen Wellenkollegen, ne? Also der Ozean, ja, der besteht halt nur aus Wasser und ich bin Wasser. Also das ist ich und das große Ganze, wir sind eins. Ne? Das ist Non-Dualität, ne? Dass das scheinbar einzelne Individuum sich als ja, Aktivität, als Modulation des großen Ganzen erkennt. Die Welle erkennt, die ist Wasser und der ganze Ozean ist Wasser. Dieser Schritt, dass eben das scheinbar Getrennte, das scheinbar einzelne Individuum erkennt, dass es eben eine Aktivität des großen Ganzen ist und deswegen also eben nicht getrennt ist. Die Welle ist ja nicht getrennt vom Ozean. Genauso, ne, ist dieser Körpergeist eben nicht getrennt von der sogenannten physischen Welt, ja, weil natürlich ich jeden Tag alles Mögliche in meinen Körper aufnehme, ne, an Nährstoffen und. Also Getrenntheit ist halt was total Illusorisches. Ganz egal, ob wir das jetzt durch eine spirituelle Brille oder metaphorisch oder eben auch
total stumpf materialistisch eben untersuchen. Wir werden immer wieder feststellen, das scheinbar Einzelne ist vom, so ist eben nur scheinbar vom Rest getrennt. Wenn jetzt mal rein materialistisch, also mal stumpf materialistisch betrachtet, woraus ist dieser Körper entstanden? Naja, also da sind ganz viele Lebensmittel im Laufe der Zeit auch verwertet worden, eben damit das alles überhaupt wachsen konnte, ne? Dieses Fleisch, diese Knochen und so weiter. Und wo kam das her? Ja, aus der Erde und so weiter, ne? Also egal, wie man es dreht und wendet, es ist alles miteinander verknüpft. Aber eben in metaphorischer, greifbarer Sprache, die Welle und der Ozean sind eins, ne? Das Universelle und das Individuelle sind eins. Die individuelle Welle, der universelle Ozean. Das universelle Bewusstsein, ne? Und das lokalisierte individuelle Bewusstsein. Der Träumer und seine erträumten Perspektiven. Die Akteure in seiner Traumwelt, die er halt selber insgesamt erträumt hat. Also Gott und all seine, ja, Modulationen, seine Avatare in seinem großen Traum. So wie eben nachts, wenn du halt in deinen persönlichen individuellen Traumschlaf halt fällst, ja auch alles, was du da erlebst, Modulation oder Aktivität deines Geistes eben ist. Sowohl die Welt, als auch eben die Akteure, als auch dein Traum alter Ego. Ne? So, das zu dem Verhältnis, ne, zwischen dem Universellen und dem Individuellen. Individuelle Welle, der universelle Ozean. Das universelle Bewusstsein, was sich zu meinem individuellen persönlichen Bewusstsein lokalisiert und damit den Rest von sich selbst quasi wahrnimmt. In bombastisch-religiöser Sprache, ne, Gott, der seinen eigenen Traum durch von ihm selbst erträumte Perspektiven eben erlebt. Deswegen gibt es halt, ja, deswegen gibt es halt diese ganzen bombastischen Sprüche halt, ne? In den verschiedensten Religionen und so weiter. So in die Richtung halt, dass eben nie was anderes passiert als, ja, als Gott, der sich halt selbst erlebt, sich selbst erfährt, sich selbst ausdrückt. Es ist also, ne, in bombastischen Worten ist es halt einfach immer nur Gott, der sich selber erlebt, sich selber weiterentwickelt, sich selber erfährt. Oder so noch stumpfer, so Sprüche wie, ja, wenn du Gott sehen willst, dann mach doch mal die Augen auf. Du siehst ja nichts anderes außer Gott. So, ne? Ja, genau. Das ist so. Das ist halt nur bei der Formulierung, das ist natürlich für die meisten aufgrund ihrer Konditionierung und aufgrund ihres, sozusagen, wie sie diese Worte halt dann interpretieren, macht das halt für die allermeisten Menschen halt, geht das da rein und da raus. Aber das ist halt, das ist ja bei Sprache inhärent. Sprache, das ist, also Worte sind verbale Symbole und Symbole werden halt von dem einen anders interpretiert als von dem anderen. Aber das ist ein anderes Thema, ne? Fakt ist, wir haben diese beiden Dimensionen der Selbsterkenntnis oder Selbstuntersuchung, die dann eben zu Selbsterkenntnis führen. Und das ist zusammen natürlich eins, ganz klar, es fließt zusammen, ne? Aber es macht schon Sinn, das ein Stück weit zu, also einfach sich bewusst zu sein, hey, es hat diese zwei Dimensionen. Hat einmal diese Dimension, dass ich untersuche, wer ist denn eigentlich der Erfahrer, der Erleber, der Wahrnehmer? Was ist dieses Bewusstsein, was ich dann auf der individuellen Seite zum Beispiel meiner individuellen Psychologie bewusst ist? Ich habe gewisse psychologische Prozesse, ich habe gewisse psychologische, emotionale, mentale Abläufe, Prozesse, Gewohnheiten, Denkmuster, Fühlmuster. Und die werden wahrgenommen, ne? Sonst wüsste ich das ja gar nicht. Wenn ich meine Gedanken und Gefühle und meine Psychologie nicht erleben, nicht erfahren, nicht wahrnehmen würde, dann wüsste ich davon gar nichts. Dann könnte ich das auch gar nicht untersuchen. Und, ne, da haben wir es wieder. Da ist der Wahrnehmer, der Erfahrer, der Erleber, das Bewusstsein, das universelle Bewusstsein. Und da ist das Erlebte, das Gefühlte, das Gedachte, das Wahrgenommene. Zum Beispiel eben jetzt gewisse psychologische Muster. Und wenn ich umso mehr ich beide Seiten verstehe quasi, naja, umso vollumfänglicher wird eben meine Selbsterkenntnis und desto, ja, desto, ja, glücklicher und nicht nur glücklicher, sondern auch effektiver und effizienter kann ich leben, weil ich einfach viel, ja, mich
weil ich einfach immer mehr Meister meines Selbst werde. Weil ich mich selber immer besser verstehe und dementsprechend halt mich selber immer besser führen kann, sozusagen. Ne? Also es hat sowohl diese Dimension von diese absolute Dimension, dass man halt das Spiel des Lebens einfach insgesamt immer mehr durchschaut und ja, einfach eine sozusagen eine Ego, also in die Ego-Transzendenz halt eben kommt. Ne? Das ist dann hier auf der universellen Seite sozusagen. Ne? Aber das Individuelle ist daher inkludiert, weil das Individuelle nur Aktivität vom Universellen ist. Die Welle ist nur Aktivität vom Ozean. Dementsprechend, es ist halt alles untrennbar. Aber wir haben einmal hier halt die Ego-Transzendenz quasi, die halt eben erkennt, ach so, ja, ich bin nur eine Welle im Ozean, ne? Und alles ist Wasser, ne? Oder eben, ich bin bloß eine Modulation, eine Lokalisierung von Bewusstsein und es existiert überhaupt nichts anderes außer Bewusstsein. Also, ich bin, ja, ne? Man könnte es jetzt nur wieder in andere Worte fassen. Aussage ist aber klar. So, also, wir haben Ego-Transzendenz, aber wir haben halt auch dieses, ja gut, aber die Welle, diese individuelle Lokalisierung, diese Modulation, dieses individuelle Selbst, dieses scheinbar individuelle Selbst, das ist ja auch da. Wir erleben uns ja nun mal eben jeden Tag als diesen Körpergeist, der etwas tut, der etwas machen muss, der Aufgaben hat und so weiter und so fort. Und wir wollen das ja auch gut machen. Wir wollen ja nicht nur unser Ego transzendieren, sondern wir wollen ja auch unsere Lebensaufgabe gut erfüllen und das meistern. Das geht ja auch Hand in Hand. Ja, also die Ego-Transzendenz, die macht es ja auch viel leichter, die Lebensaufgabe zu erfüllen. Deswegen, es ist, also, das sind die zwei Seiten derselben Medaille quasi, ne? Aber, ne, um nochmal zurückzukommen, ne, zu der Frage, ne, was ist Selbsterkenntnis? Ja, Selbsterkenntnis ist eben Erkenntnis über den Wahrnehmer, über das universelle Bewusstsein, was sich zu der individuellen Perspektive lokalisiert und dann eben alles Mögliche wahrnimmt. Zum Beispiel eigene Psychologie, eigene Gedanken und Gefühle. Und dann untersuchen wir eben auch diese eigenen Gedanken und Gefühle und diese individuellen Denkmuster, Verhaltensmuster, Gefühlsmuster und so weiter und so fort. Glaube, entscheidend zu verstehen ist halt, zu erkennen, ne, ist halt das reines Bewusstsein, also reines Wahrnehmen, ist halt universell. Das ist ja nicht unterscheidbar. Ich versuche das mal wie folgt greifbarer zu machen. Stell dir vor, du machst einen Screenshot von irgendeinem Moment in deinem Leben. Und das macht jetzt noch dein bester Freund, der macht das auch mit einem Moment aus seinem Leben. Jetzt habt ihr diese zwei magischen, diese super Lebensscreenshots, die eben nicht nur ja, Bild quasi festhalten, sondern eben auch Gefühl und Gedanke und so weiter. Also das ist so ein super Screenshot von der High-End-VR-Superbrille quasi. Da wird nicht nur das Bild festgehalten, ne, sondern da wird eben auch der ganze Moment festgehalten. Und jetzt habt ihr diese beiden Screenshots von dem einen Menschen und von dem anderen Menschen, von dir und deinem besten Freund beispielsweise. Und ihr subtrahiert jetzt aus diesen Screenshots, nehmt ihr jetzt nach und nach alles raus, was wahrnehmbar ist. Also alle Objekte von Wahrnehmung. Ne? Man könnte auch sagen, alle Bewusstseinsobjekte. Also alles, was mit eurer Aufmerksamkeit, mit eurem Bewusstsein erfassbar ist. Zum Beispiel alle Sinneseindrücke. Ne? Also alles, was man riechen, sehen, hören, tasten, schmecken kann. Alles aus den Screenshots raus subtrahieren, aus diesem Moment. Und dann macht ihr das auch noch mit den Gedanken. Alle Gedanken werden raussubtrahiert und als nächstes alle Gefühle werden raussubtrahiert. Alle Objekte, alle Bewusstseinsobjekte, alles, was irgendwie wahrnehmbar, irgendwie erfassbar ist, wird subtrahiert. Was bleibt dann bei diesen beiden Screenshots? Ja, nur die Wahrnehmung. Also das Wahrnehmen bleibt, aber das Wahrgenommene, das ist weg. Ja, also Wahrnehmung, man könnte auch sagen, das Subjekt bleibt, aber alle Objekte, die das Subjekt wahrnimmt, sind weg. Aber Wahrnehmung
Nicht Wahrnehmung von einem gewissen Objekt, einem Sinneseindruck, einem Gedanken, einem Gefühl. Nein, nein. Wahrnehmung selber. Die ist gleich. Die ist bei beiden Screenshots genau gleich. Deswegen, es ist eins. Es gibt nur ein universelles Wahrnehmen. Ein universelles Bewusstsein. Gott in bombastisch-religiöser Sprache. Der aber eben diese vielen verschiedenen kleinen Perspektiven eben hervorbringt. Sich also zum Beispiel zu meiner Wahrnehmung, zu meinem Wahrnehmen, zu meinem Bewusstsein moduliert und eben auch zu deinem, zu dem von dem Vogel und von der Katze und von den anderen Menschen und so weiter. Aber die Unterschiede zwischen diesen ganzen scheinbaren Individuen, also die Unterschiede zwischen diesen ganzen Avataren von Gott, die Unterschiede sind alles, das sind alles nur Objekte von Wahrnehmung. Also zum Beispiel Sinneseindrücke, Gedanken und Gefühle. Also was anderes gibt es ja eigentlich gar nicht. Das sind ja eigentlich die drei großen Kategorien von Wahrnehmbarem quasi, ne? Wenn das verstanden worden ist, dann ist auch klar, dass eben das, ne, das universell für alle gleich, ne, und dann individuell. Und das Individuelle, also alle Unterschiede, die Unterschiede zwischen dir und mir und zwischen allen anderen Lebewesen und zwischen den Bäumen und den Bergen und zwischen allem einfach. Die Unterschiede zwischen allem sind immer Objekte von Wahrnehmung. Aber das Wahrnehmen selbst ist formlos und deswegen auch universell und nicht unterscheidbar. Alles Wahrnehmen ist gleich. Nur das, was wahrgenommen wird, unterscheidet sich. Mit anderen Worten, das essentielle Subjekt, das essentielle Selbst ist gleich. Es gibt nur ein essentielles Selbst, ein universelles Selbst. Was sich aber dann eben moduliert, temporär in die Form von diesem Körpergeist, von deinem Körpergeist und so weiter schlüpft und aus diesen individuellen Perspektiven dann Unterschiede wahrnimmt. Aber diese Unterschiede sind halt eben nur Modulation. Nur kommende und gehende Bewusstseinsobjekte. Mir ist klar, dass wenn man, also, dass das super verwirrend sein kann und super verrückt klingen kann. Und ich glaube, es ist total hilfreich, das eben auch noch aus anderen Perspektiven zu beleuchten. Da muss ich jetzt vor allen Dingen an Donald Hoffman denken. So ein Superwissenschaftler quasi. Ne? Weil ich weiß, dass es einfach aus eigener Erfahrung halt, manche Sachen, die sind schwer zugänglich, insbesondere wenn die so ein gewisses Geschmäckle quasi haben. Zum Beispiel, wenn jetzt Beispiel, ne, da ist jemand, der formuliert die Sachen in einer bestimmten Sprache, die für dich, das assoziierst du, hast du bestimmte Assoziationen. Dann filterst du das schnell raus als, das ist alles Quatsch, das ist hier aus dieser bestimmten Richtung, das ist so und so. Ne? Okay, und dann kommt da aber vielleicht ein anderer Typ, ein anderer Mensch. Und der drückt den gleichen Sachverhalt, also funktional das Gleiche, drückt der in völlig anderen Worten aus. Und dann auf einmal, ach so, okay, jetzt, ne, dann verstehst du das, oder beziehungsweise bist zumindest offen dafür. Und kann man gar nicht oft genug sagen. Ne? Also das sind so für mich so zwei, wie soll man sagen, Koryphäen auf dem Gebiet jeweils, oder einfach so zwei Größen halt. Rupert Spira auf der spirituellen Seite, wenn wir das so nennen wollen. Und Donald Hoffman auf der wissenschaftlichen Seite, wenn wir das so nennen wollen. Und wenn man sich da ein bisschen näher mit beschäftigt, dann merkt man, ja, die sagen genau das Gleiche, benutzen dafür aber völlig andere Sprache. Und muss mal gucken, ne, was halt für dich zugänglicher quasi ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Das zu versuchen nachzuvollziehen, was ich gerade versucht habe, in Worte zu fassen, das bringt dich enorm weiter, weil du dann eben siehst, ja, das ist halt nicht nur eine Theorie, ein Konzept, eine Idee, sondern das lässt sich halt wirklich nachvollziehen und selber eben empirisch überprüfen und einfach logisch, also ja, sowohl logisch als auch empirisch einfach nachvollziehen. So, ja. Das ist schon ein ganz großer Schritt. Aber dann ist da natürlich eben immer noch trotzdem die individuelle psychologische Selbsterkenntnis. Mit anderen Worten, du kannst ja dein essentielles Selbst und die Einheit allen Seins, also die Non-Dualität, die Einheit, in der wir letztendlich eben leben, die kannst du ja verstanden und erkannt und durchschaut haben. Das ändert aber ja nichts daran,
dass du eben trotzdem in deinem, ja, in deinem Alltag einfach, du hast ja bestimmte psychologische Muster, du hast ja bestimmte Gewohnheiten, Denkgewohnheiten, Fühlgewohnheiten, Verhaltensmuster und so weiter. Also nur weil du das verstanden hast und das durchschaut hast, dass das individuelle Selbst eben nur eine Welle emotionales Bewusstseins ist, ne, um es in dieser Metaphorik zu sagen, das ändert ja überhaupt nichts daran, dass du trotzdem noch, keine Ahnung, zur Arbeit gehen musst, mit deinen Kollegen und deinen Kunden interagieren musst und deine Beziehungen leben möchtest und. Das heißt, diese individuelle Selbsterkenntnis, deine psychologischen Muster immer besser zu verstehen und vor allen Dingen auch immer besser damit umgehen zu können, das spielt ja natürlich trotzdem noch eine Riesenrolle. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das irgendjemand macht, ich bin jetzt mal be bewusst mal ein bisschen, oder ich spiele jetzt mal das Teufels Advokaten quasi, ich bin jetzt mal ein bisschen spitzfindig und gemein und behaupte jetzt mal, oder stelle mir jetzt mal vor, da wäre jetzt jemand, der würde sagen, ja, hier, Advaita Vedanta, Tantra, Non-Dualität, es ist alles eins und Ende aus Mickey Mouse, damit ist End of Story. Nee, nee. Das ist, du hast doch, auch wenn du das nicht nur Konzept, also nicht nur als Konzept verstanden hast, das ist sowieso relativ lame, sondern wenn du es auch wirklich nachvollzogen hast, das ist super viel wert, aber damit ist das Spiel des Lebens ja nicht durchgespielt. Es ist ja nicht so, dass du jetzt quasi, du hast jetzt, keine Ahnung, ne, du hast jetzt darüber gelesen, du hast darüber Videos geschaut und du hast ganz viel meditiert und du hast das alles so, ja, es ist klar, es ist klar für dich. Ja, und jetzt? Und jetzt? Das, ne, das ist der endlose letzte Schritt. Ne? Was passiert nach der Erkenntnis? Also, was passiert quasi, wenn du dein essentielles Selbst halt erkannt hast und es für dich ohne jeden Zweifel absolut klar ist, was du in letzter Konsequenz auf essentieller Ebene eben wirklich bist. Das, ne? Und was kommt danach? Also was kommt nach essentieller Selbsterkenntnis? Was kommt? Ich hadere jetzt gerade mit einem bestimmten Begriff und ich sage ihn jetzt ganz bewusst nicht. So, aber was kommt danach? Der endlose letzte Schritt. Und dieser endlose letzte Schritt, das ist natürlich eine immer, also unter anderem auch, eine immer weiter voranschreitende Integration von allen Aspekten des Seins. Und alle Aspekte des Seins, naja, ist ja klar, alle Aspekte des Seins inkludiert natürlich eben auch all deine individuellen psychischen, naja, Muster, Gewohnheiten, Eigenschaften und. An der Stelle können wir vielleicht auch mal so ein bisschen nochmal differenzieren, so dieser, ja, quasi, also jetzt mal, ich bin jetzt ganz grob, ne? Non-Dualität, wenn man das jetzt so über die Jahrhunderte sich so anguckt, wo das so herkommt und wie das so halt, ja, in der Menschheit quasi sich so durchgesetzt hat, sozusagen, diese Erkenntnisse und diese Untersuchungswege und so. Können wir einmal von Advaita Vedanta natürlich auf jeden Fall sprechen. Und non-dualem Tantra. Ne? Und wir haben halt auf dieser Advaita-Seite, da haben wir so ein bisschen dieses so, naja, also die Welt ist eigentlich, ja, das sind ja alles nur Modulationen und ach, lass uns doch einfach nur einfach noch da, still da sitzen und einfach nur noch sein. Ne? Und das ist auch alles so ein bisschen anstrengend und so ein bisschen schmutzig und alles so ein bisschen, ach nee, lass uns doch mal lieber irgendwo einfach nur meditieren und unsere Ruhe haben. Ne? So ein bisschen, das ist so ein bisschen, ja, so entrückt. Ne? Also es ist schwer, so irgendwie was aufzubauen, sei es jetzt eine Familie oder ein Unternehmen oder irgendwie so. Ne? So ein bisschen passiv auch. Ne? Und dann beim non-dualen Tantra, da haben wir dann halt eher so, nee, alle Erfahrung ist halt eben Ausdruck von dem einen. Also jeder Furz, alles ist halt eine Aktivität, eine Modulation von Gott. Alles ist heilig. Alles ist heilig. Auch das Eklige oder Widerwärtige oder Böse, alles ist heilig. Alles ist Gott. Lass uns alles erfahren. Lass uns alles machen. Lass uns alles erleben. So, ne? Und
Das ist aus meiner Sicht halt viel lebenstauglicher, viel, ja, viel lebendiger einfach. Ne? Und deine ganzen individuellen psychischen Muster und ja, auch dein Schatten, deine dunklen Seiten, das gehört dann natürlich auch alles voll dazu, ne? Klar. Und da könnte man jetzt auch gut eine Brücke schlagen zum Left-Hand-Path, ne? Also zum Pfad zur linken Hand. Ne? Wenn du dir jetzt zum Beispiel so Agoris zum Beispiel anguckst, ne? Also das ist ja auch quasi eine Form von non-dualem Tantra. Ne? Und kannst du ja mal einfach irgendwie ein bisschen googeln oder so. Da geht es halt auch genau darum, ne? Dass man eben auch ja, die Dimensionen des Lebens oder die Aspekte des Seins eben vollumfänglich erfährt und ausschöpft, die eben als schmutzig oder brutal oder böse oder so gelten. Und ich glaube, das ist für die allermeisten Menschen, glaube ich, sehr, also deutlich lebenstauglicher als eben dieses über den Dingen stehen und ja, das tangiert mich alles nicht mehr und es ist ja alles nur Bewusstsein. Ja, klar, stimmt schon, aber was ist denn jetzt mit deinen individuellen psychischen Mustern? Hast du dich denn komplett ausgelebt und ausgetobt? Bist du denn mit dir selber wirklich im Reinen? Also das ist so ein bisschen auch die Frage, ist es jetzt wirklich innerer Frieden? Ja? Ist es wirklich Ausgeglichenheit? Ist wirklich alles integriert? Oder ist es eigentlich, machst du dir eigentlich was vor? Ne? Das ist so, check da so ein bisschen drin. Ne? Also ist es quasi, ich habe ein paar Mal schon jetzt diesen Begriff aufgeschnappt, Spiritual Bypassing. Ne? Also ist es Spiritual Bypassing, was du da machst, oder ist wirklich integriert, ist wirklich verstanden worden, ist wirklich akzeptiert worden? Ne? Wahre Akzeptanz oder ist es dieses Spiritual Bypassing, ne? Ja, und wie gesagt, der endlose letzte Schritt, ne? Das geht halt auch immer so weiter, weil natürlich dieser Charakter, dieser individuelle Charakter, der vom universellen Träumer erträumt wurde, also dieser individuelle Avatar von Gott, der hat ja einen gewissen Lebensweg. Und auf diesem Lebensweg passieren natürlich immer irgendwelche Sachen und es geht immer irgendwie weiter und es gibt immer Veränderungen und natürlich können die negativen Anteile in deinem Leben, die können natürlich total stark abnehmen und du kannst auch natürlich lange Zeiträume in komplett, ja, in Frieden und Freude und einfach, ja, in so einer Glückseligkeit eben halt leben. Aber das heißt ja nicht, dass nicht nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren wieder irgendwas Krasses passiert, was dich irgendwie ja vor ganz neue Herausforderungen vielleicht stellt. Ne? Deswegen spricht man vom endlosen letzten Schritt. Das hört halt nie auf. Ne? Genau. Ja. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Ne? Das sind so die zwei Seiten oder zwei Dimensionen von Selbsterkenntnis. Und die essentielle oder universelle Selbsterkenntnis, die hat halt einen ganz klaren Endpunkt. Die hat halt einen ganz klaren Endpunkt. Das ist diese Erkenntnis der Welle. Ach so, ja, ich bin ja der Ozean. Ja? Oder der erträumte Avatar erkennt, ach so, klar, ich bin ein Avatar vom Träumer. Also mein essentielles Ich, mein wahres Ich ist der Träumer. Ich bin, mit anderen Worten gesagt, ich bin der Träumer, der mich selbst und alles andere, was ich eben sehe, erlebe, die anderen Akteure, aber auch also die Welt, das bin alles ich. Ich bin der Träumer, der mich und alles andere erträumt. Das ist essentielle Selbsterkenntnis. Jetzt mal, ne, ganz verdichtet ausgedrückt halt, ne, so auf den Punkt gemacht quasi. Das hat diesen Endpunkt. Dann ist Schluss. Psychologische Selbsterkenntnis. Das geht für immer weiter. Nicht nur psychologische, auch ja, einfach alles, was eben sozusagen Manifestation, also eben den Körper, die physische Welt und so weiter eben betrifft.
Man kann ja immer weiter erkennen und forschen und lernen und so weiter. Immer so. Das hört nie auf.